Wenn es steil bergauf geht, hat Jasmin keine andere Wahl, dann muss sie schieben. Die Mama ist die Stärkste auf der ganzen Welt. Wir sind über dem Berg. Kein Wunder, mit Hänger, Kind und Gepäck plus Fahrrad bewegt Jasmin Böhm rund 80 Kilo, ihr eigenes Körpergewicht nicht mitgerechnet. Wir haben heute mit ihr gesprochen. Gerade sind Jasmin und Emil bei Valencia in Spanien und seit 2 Monaten unterwegs. Ich finde, es wird eigentlich immer einfacher. Also der schwierigste Tag war der erste und der zweite. Der zweite war am anstrengendsten. Aber jetzt mittlerweile könnte ich diese 50 Kilometer, die wir meistens fahren, ganz locker durchfahren. Das ist jetzt irgendwie gar kein Problem mehr. Nach 3 Reifenpannen insgesamt und einer fiesen, durchregneten Nacht im aufgeweichten Zelt ist von Jasmins innerem Schweinehund nicht mehr allzu viel übrig. Vielleicht in so Momenten, wo man so extrem Gegenwind hat oder so, vielleicht da schon, ja. Vielleicht muss man sich da durchbeißen. Das stimmt schon. Und auch wenn es extrem steil ist, dann auch definitiv. Aber ansonsten, Mami, ich glaube, man braucht eigentlich nur extreme Lust drauf. Und dann kommt alles andere von selbst. Vergangenes Jahr im Sommer war die alleinerziehende Mutter schon einmal für 3 Wochen mit Rad und Sohn unterwegs. 600 Kilometer durch den Schwarzwald bis zum Bodensee. In diesem Sommer dann der große Aufbruch. Von Offenbach über Frankreich und Spanien bis nach Marokko. Jasmin hat dafür ihre Jobs gekündigt, um mehr Zeit mit ihrem 3-jährigen Sohn Emil zu haben. Die kleine Familie reif für eine Auszeit. Ich hatte mehrere Jobs gleichzeitig gehabt und ich habe die auch alle sehr gerne gemacht. Aber es war einfach zu viel gewesen. Und irgendwie wurde ich dann auch immer unzufriedener. Und ich glaube halt, dass Kinder vor allem glückliche Eltern brauchen. Trotz aller Strapazen auf den zurückliegenden 2300 Kilometern, eins haben Jasmin und Emil jetzt schon erreicht. Letztens saß er im Hänger und hat gesagt, Mama, Mama. Und ich so, ja, was denn? Und dann hat er einfach so gesagt, ich bin glücklich. Und dann dachte ich so, das ist einfach so schön. Also egal, wo wir hier sind und was wir hier machen oder so. Aber allein dafür hat sich das halt schon gelohnt, finde ich. Bis Almeria werden die beiden noch weiterfahren. Die Fähre nach Marokko können Jasmin und Emil nicht mehr nehmen. Die macht bereits Herbstpause. Kein Problem, denn ihr Weg ist ihr Ziel.